Willkommen, willkommen. Zurück hier beim Herrn Lück und seinem neuen Spiel. Das heißt, meine Spielesammlung heute Day. Wie Day und Day heißt das Spiel. Wir sehen es schon im Hintergrund hier. Bin gerade mal ins Menü ein wenig eingestiegen, um euch mal zu zeigen, was es denn alles gibt. D-Day handelt natürlich von der Invasion der Alliierten in der Normandie, um die Deutschen zurückzuschlagen und um den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Es gibt auch Extras von Augenzeugenberichten, Erzählungen von Veteranen über die Schlacht um die Normandie oder Videofilme können wir uns angucken. Oder wir können eine Enzyklopädie uns angucken über die ganzen Geschütze und Bedford, was weiß ich, über die ganzen von den Alliierten bis über die Achsenmächte, die natürlich die Deutschen sind. Dann gibt es die Schlacht der Normandie gewidmete Homepage besuchen. Und so weiter und so fort. Das Spiel ist von, jetzt muss ich raten, 2004 oder 2003. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 2004 zum 60. Jahrestag sozusagen der Invasion. Und ja, gehen wir doch einfach mal rein. Und es ist sogar in Szenario. Ne, wir machen die Kampagne. Wir machen Kapitel 1. Und zwar auf Normal. Erstens. Ich glaube, das ist ein Einführungsfilm. Im Juni 1944 eine alliierte Streitmacht mit 6000 Schiffen, 130 Kriegsschiffen, 12.000 Flugzeugen und über 1 Million Männer ist dabei, Großbritannien zu verlassen und zur größten Operation aufzubrechen, die die Kriegsgeschichte kennt. Ich habe die Musik weggelassen, deswegen muss ich euch das erklären. Die Alliierten, die planen, einen schwächeren Gegner zu überraschen, sind entschlossen, in der Normandie einen entscheidenden Schlag gegen Hitlers Armee zu verrichten. Werden die Ideale der Alliierten über die deutsche Disziplin und Erfahrung siegen, werden Eisenhower, Montgomery und General Rommel und dem eisernen Siegeswillen des Dritten Reichs fertig. All das und mehr wird sich in den nächsten 24 Stunden entscheiden. Das sind Originalaufnahmen gewesen. Und das ist die erste Mission, und zwar vorgelesen wird uns nichts. Ich glaube, hier gibt es bloß Musik im Hintergrund. Wir müssen hier, dies, meine Herren, ist, worauf Sie gewartet haben. General Eisenhower hat den Einsatzbefehl gegeben. Operation Overlord beginnt jetzt wie geplant. So, wir machen einfach weiter. Geschichtlichen Hintergrund, Geschichte der Mission. Man kann eigentlich alles erfahren. Approaching drop zone will be there in 10 seconds. Check your equipment now. Once we're on the ground, it'll be too late. Okay. Es ist ein Strategiespiel. Prepare for descent and landing. Hold on tight and keep your feet up. Es ist ein Strategiespiel. Und es läuft, wie gesagt, schon auf 16:9 auf Full HD. Es ist jetzt nicht das schönste Spiel, aber es scheint sehr komplex zu sein. Ich will mal zumindest uns anlupen, mal sehen, was wir hier irgendwie machen müssen, wie unsere Befehle sind, was wir erreichen müssen und wie das Terrain ausgenutzt wird. Jetzt habe ich Pause gedrückt, das wollte ich nicht. Wir wollen eigentlich hier mit unserem Trupp hinaus in die Welt. Ja, kann losgehen. Was ist mit dem Flugzeug los? Ich glaube, Houston, wir haben schon mal ein Problem. Na, kommt, Jungs. Lässt er ihn ran? Da läuft ja einer zum Flugzeug. Und? Come on, baby. Let's do the fight. Da, 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 da. Let's do the fight. Come on, come on, come on, baby. Aha. Muss ich irgendwas machen? Irgendwas drücken? Ich drücke die Maus, ich drücke meine Tasten. Es passiert einfach nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ah, Pause. Oder ob wir irgendwie... Nein. Okay. Das Spiel kann beginnen. Na, jetzt beginnt doch mal das Spiel. Steuerung. Enter. Geht auch nichts. Hier, Enter. Da, plus, minus. Nein, geht nichts. Ja. Ja, es kommt mir ein bisschen vor, wie das Tor von Madrid, was bei der Champions League einfach umgefallen ist. Wir sehen jetzt im Moment ein gestreiftes Flugzeug mit zwei aneinander
verbundenen Flügeln. Links ein und rechts ein. Wir sehen es gerade von der Draufsicht. Wir erwarten neue Befehle, die uns einfach sagen, Gas geben, Escape drücken. Aha, ist mir gerade eingefallen. Einige Minuten später. So ein Scheiß. Jetzt habe ich vergessen, Escape zu drücken. Ja, ist ein etwas älteres Spiel. Was ist denn jetzt hier? Mach doch mal. Einige Minuten später. Auf geht's. Kann es sein, dass es nicht funktioniert, weil ich die CD nicht eingelegt habe? Man weiß es nicht. Muss er jetzt die Daten von der... Zieht er das jetzt aus dem Internet? Oder soll das jetzt wirklich ein paar Minuten dauern? Man weiß es nicht. Eigentlich wollte ich euch ein wunderschönes Spiel zeigen. Ich glaube, ich habe das doch schon mal angezockt. Jetzt muss es doch auch mal lang gehen hier. Wahrscheinlich mein Fehler. Hätte wahrscheinlich die CD reinmachen sollen. Naja. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Kleinen Moment, ich spule mal vor. So, ich habe mal ein Stückchen vorgespult und man sieht, ich habe hier kleine Manny-Kicken, MG-Schützen und so weiter. Ich glaube, es lag wirklich daran, dass ich keine CD drin hatte. Jetzt habe ich sie drin. Wir gehen mal hoch. Kann ich eigentlich... Ja, ich kann mit den Pfeiltasten kann ich hier abchecken. Okay, das ist das Hauptquartier. Nehmen Sie die Pegasusbrücke ein. Das wäre diese. Okay, wir haben hier einen Feind und wir haben hier einen Feind. Hier. Das Gebäude ist besetzt. Das heißt, wir können Gebäude besetzen und wir können... Oh. Flammenwerfereinheiten, okay, Hinweisfenster, da, schließen, so. Aha. Fenster deaktivieren, weiter. Schließen. Rifleman at your service, sir. Mensch. I'm ready to take your orders. Was denn jetzt? Ich will das deaktiviert haben. Kommt mal her. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich... Ah, hier unten habe ich meine Zusammenstellung. Ein Sanitäter, ein Offizier... Ein Scharfschütze. Den nehme ich mir mal. Let's go. Und der Kleine soll mal direkt... Direkt hier hinter dieses Ding laufen. Das wird am meisten wahrscheinlich Sinn machen. Jetzt bin ich echt gespannt. Es ist natürlich... Ah, man kann ranzoomen. Okay, es ist natürlich eine kleine Herausforderung des Ganzen. Was ist denn hier hinten noch für einer? Ah. Need medical assistance? Okay, der Pilot will natürlich auch seinen Spaß. Jetzt, wo haben wir noch einen Scharfschützen? Schütze. Oh, ein Pionier, okay, ein Schütze, ein Pionier, ein MG-Schütze. MG-Schützen sind gut, weil wir nehmen mal diesen hier. Ich gehe mal hoch. Wir nehmen mal diesen. Wir müssen ja irgendwie ein bisschen das Feuer auf uns. Das ein wenig das Feuer auf uns lenken. Und der geht mal hier hin. Dann hatten wir noch mehrere. Hier, die gehen. Der geht auch mal dahin. Nee, halt. Ihr geht. Ihr bleibt hier. Ich will bloß ihn hier. Dahin. Wo ist mein Scharfschütze? Okay. Your units are under attack. Oh Gott, shit. Mal gucken, wer schießt denn hier? Okay. Also ich habe schon wieder einen verloren. Schnell, mach ihn. Schieß ihn ab. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Geh mal eingraben. Schnell. Oh mein Gott. Okay, wer hat geschossen? Da ist einer. Okay, wir nehmen uns... Machine Gunner at your service, sir. Den hier. Den schicken wir mal hierher. Und dann haben wir noch... Was haben wir noch hier in der... Normaler Schütze, ein Pionier, ein Pilot. Okay, die zwei Piloten, die brauche ich eigentlich eher hier. Ein da. Und der andere soll auch hier hin.
So, und unter diesen... Rifleman at your service, sir. Wenn ich den hier... Den hier losschicke. Nee, halt, hierher. Ich denke mal, das ist besser. Wie läuft er denn? Er läuft gerade. Okay, das ist nicht so toll. Oh, was kommt da? Your units are under attack. Hier, komm. Du machst das. Okay. Dann könnten wir doch die Autos besetzen. Das ist ja cool. Hier ist noch ein Scharfschütze. Halt, den Scharfschützen. Wer schießt denn da? Sag mal, wer ist jetzt erschossen hier oben? Sniper at your service, sir. Nee, der Typ ist volle Pulle, ne? Okay, der ist volle Pulle. Oh, eine Flak, die könnte man besetzen, oder? Du bleibst hier und gräbst dich ein. Kann ich das machen? Kann ich sagen? Eingraben? Da kann sich nicht eingraben, okay. Okay, hier ist auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, mach mal einen MG-Schützen noch hier rein. Machen wir noch einen MG-Schützen rein. Und jetzt sind das... Jetzt sind das im Prinzip zwei vernünftige Fahrzeuge, mit denen wir doch was ausrichten können, oder? Jetzt sind's... Ah, okay. So, ein Pionier, der das vielleicht noch ganz macht. Wo war denn hier der Pionier? Und wenn wir den Pionier nehmen, ein Pionier. Nein, ich glaube, hier war kein Pionier, oder? Ein Kundschafter, okay, das ist auch gut. Der Kundschafter kundschaftet am besten hier. So, und jetzt fahren wir mal mit den Autos. Sehr detailliert. Die Frage ist nur, bringt es uns was? Wer ist das? Das, der ist tot. Okay. So, weiter geht's. Okay. Your units are under attack. Burn in hell. I'm listening. Let's go. Du gehst hier in dieses Gebäude. Schnell, schnell. Ich glaube, das bringt uns nichts. Wir fahren mal weiter durch. Schnell, komm. Fahr mal weiter durch. Mach lieber die Schützenblatt hier. Ach Mist. Okay, alles klar. Ist mein Kollege hier im... Ist er schon drin? Er ist drin. Die Frage ist, schießt er auf den? Kann man den erschießen? Ja! Kann er. Sehr gut. Wo ist mein Kundschafter? Aha. Da die Schützen. Habe ich noch einen Scharfschützen? Ich hatte doch noch irgendwo einen. Hier war noch einer, stimmt's? Kundschafter, Scharfschütze. Hierher, komm schnell, mein Guter. Ja, das ist gut. Und der macht den hier, oder? Der macht den ein bisschen Platz. So. So ganz besonders will ich euch ja nicht langweilen, aber ich will zumindest mal gucken, ob er die treffen kann oder eher die. Opening fire. Soll er die lieber ab... Ja, er soll die machen. Eins. This is your last breath. Noch ein. Komm schon. Jawohl. Und den Schützen auch noch. Lad nach. Sehr gut. Den nächsten. Dort, den kriegst du nämlich noch. Das heißt, ich brauche eigentlich nur einen Scharfschützen im Moment. Cool. Hat's mich erwischt, oder was? Jawohl. Sehr gut. Oh, da kommt der nächste. Mit einer Invasion hier werden wir nicht weit kommen, habe ich so das Gefühl. Okay. Könnten wir den hier Platz machen? Schnell. Oh Gott. Schnell, machen Platz. Okay.
Wer ist das? Ein MG-Schütze. Nein! I'm listening. Your units are under attack. Naja, I know. Schnell in den Schützengraben. Schnell, schnell, schnell. Weil nur so, mein Freund. Ready for recon, sir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Machine gunner reporting, sir. Du gehst. Your units are under attack. Komm, mache hin. Du bist so gut, dass du die alle platt machst. Sie werden angegriffen, sie werden angegriffen. I know, I know. Aber ich könnte den dahin schicken. Hat er eine Granate? Spezialangriff? Oh! Kette angreifen. Sturmangriff. Los, komm. Mach einen Sturmangriff. Will er nicht. Ah, okay. Dann zurück. Feuer! Mach hin. Schnell, schnell. Your units are under attack. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Die werden so beschossen. Okay, und dann könnte ich eigentlich jetzt mal mit der ganzen Unit hier hingehen. Weil der Junge hier. Komm mal hoch. Das dauert sonst zu lang. Komm hoch. Hierher. Am besten hierher. In den Graben. So, und hier sind meine Kumpels. Die auf jeden Fall die Flak angreifen. Und die... Der Pilot, das ist doch sinnlos. Was will ich denn hier mit dem Piloten? So. Mach doch mal hier diese. Und geht das? Kann man das machen? Geht mal lieber in das Gebäude. Und ihr? Macht da drauf. Jetzt verschwinden die erstmal, ne? Okay. Was haben wir hier drüben? Hier haben wir nochmal so Under Attack. Okay, alles klar. Ich verstehe. Nochmal du. Gehst mal hier ins Auto. Schnell, schnell. Und der hier? Your units are under attack. Ready, sir. Komm, wir fahren mal hier drüber. Ach, shit. Rifleman at your service, sir. Will er nicht. Will er nicht. Will er nicht. As you ordered, sir. As you ordered, sir. Okay. Need medical assistance? Und die hier? Wieso kann denn die nicht schießen? Was ist denn da verkehrt? Okay, macht's es jetzt? Was macht er denn? Was braucht denn ihr noch? Jungs, was kurft denn ihr hier rum? Move into position, Commander. Das geht wohl nicht. Oh, ich verstehe das nicht. Warum geht denn das nicht? Ah, muss da ein Your orders, Commander. Haben wir I'm ready to take your orders. Wie heißen die hier? Ein haben wir nicht. Ein Na. On my way. Pionier. Moving, sir. Ich glaube, wir backen hier ein bisschen ab. Ein Pilot ist hier dabei, ein Kundschafter. Ah, jetzt fährt das Ding auch. Okay. Und die hier, würde ich sagen, ihr Jungs, kommt mit und übernehmt einfach diese Flak. Oder ihr beiden übernehmt die Flak. Komm, wir gucken mal, ob das funktioniert. Ob die das einnehmen lassen? I don't know. I don't know. I don't know. Vielleicht die Musik nicht ausmachen sollen, wäre es etwas
atmosphärischer. Kommt schon. Firing at the enemy. Oh Gott, der wird doch nicht gleich... Na dann, bitte, hinein. Units are under attack. My toe. Say this, Jerry. Nee, das gibt's nicht. Wie schnell sind denn die Jungs tot hier? Komm, ein bisschen schneller. Oder schnell ins Auto. Das, was ihr wollt. Your units are under attack. Oh, Mist. Das gibt's doch nicht. Ihr kommt mal hierher. Kann das nur ein Offizier oder was? Ey, die werden alle abrasiert hier. Einer nach dem anderen. Oh, shit. Wie viele sind denn das hier? Mit dem Haus. Jetzt geh doch mal da rein. Das gibt's doch nicht. Scheiß Bunker. Wie macht man denn so einen Bunker im Arsch? Wahrscheinlich mit einer Flak. Wo haben wir die? Die haben wir hier auf dem Weg, ja? Medic to Commander. Na, irgendwas fehlt doch hier. Eingeschränkte Sicht. Geht mal ran. Geht mal da rein. Sanitäter. Okay. Jetzt ein Stückchen vor. Und dann mal. Aha, wieso geht denn das nicht? Wieso kann denn der nicht an? Wieso kann denn der nicht schießen? Freier Raum 0. Aha. Ah, okay, man muss das erstmal einstellen. Komm nochmal. Aha. Jetzt. So, nochmal. Weiter geht's. Komm schon. Jawohl. So klappt das. Ja, jetzt hab ich's raus. Ach. Mein Freund freut sich hier, ha? Der hat richtig Spaß daran. Und dann brauchen wir wahrscheinlich bloß noch das Gebäude zu deppern. Und das war's. So, noch einmal, komm. Okay, britischer Offizier. Kein Grund, die Dinge zu überstürzen und so weiter und so fort. Und jetzt wollen wir noch. Das da drüben platt machen. Come on. Moving, sir. Dürft ihr eigentlich nicht so viel. Here I am, Commander. Er kann da mal schnell in das Gebäude gehen. Ja, das ist nur die erste Mission, ey. Hier ist schon echt spannend, ne? So. Schauen wir mal. Machine Gunner reporting, sir. Nehmen wir das Fahrzeug weg. Wir haben jetzt immer noch den Kundschafter hier drin und wir haben diese Flak. Need medical assistance? Okay, ihr habt eine Feuerrate von 15, Jungs. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir Sturmangriff, eine Kette. Nee. As you wish, sir. So. Aha, das geht also nicht. Wahrscheinlich, weil man es nicht sieht. Dann machen wir mal noch einen vor. Machen wir so. Aha, das geht auch noch nicht. Na, komm mal vor. Fahr mal noch ein Stückchen vor, mein Freund. Kann ja sein, dass hier noch irgendwas ist, was man noch nicht gesehen hat. Irgendwelche... Hier sind Schützengräben. Das klingt nicht gut. Okay, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, ja, ja. As you wish, sir. Stopp. Hier nein. Da rein. So, und dann
At your orders. Das geht nicht. Okay, noch ein kleines Stück vor. Kleines Stück. Gut. Firing at the enemy. Jetzt. Wow. Sehr schön. Nochmal. Und hier rein. Okay, das scheint zu gehen. Nochmal, komm. Gib ihm eins. Auf die Fresse. Jawohl. Panzerung 4. Panzerung 4, komm, nochmal. Jawohl. Und dann nehmen wir hier die nächsten ran. Läuft doch. Attack, attack, my friend. Merci. Immer eins auf die Fresse, den Achsenmächten. Stirbt einer nach dem anderen, ne? Hier sollte man auch mal vorspulen, oder? Okay, komm, der nächste hier. Na bitte, geht doch. Hier noch. Komm, drei Mann sind's noch. Nur noch zwei. Lad nach, Feuerrate 15. Der letzte bitte. Okay. Und wir fahren wieder ein Stückchen vor, um ganz einfach mal zu gucken, was noch kommt. Dieses Gebäude hier sollten wir einnehmen. Wenn mein Freund noch ein Stückchen vorfährt. Geht das mit dem Gebäude? Kann man das einnehmen? Oh, das ist aber langsam. Feindlicher Panzer hinter. We can use the Flak 88 we captured. Let's see what these guns are made of. Ah, okay. Your units are under attack. Ach Gottchen. Hier, komm. Da gibt's eine. Ein drauf und dann ist gut hier. Ich nehme mal meinen. Hier, meine Jungs. Die gehen mal in dieses Gebäude schnell rein. Und die hier. Schießt uns mal. Ah, das geht wieder nicht. Ah, jetzt kommt. Komm. Palim, palim. Der nächste bitte. Er wird zerstört, was zu zerstören geht. So, war's das? Ich denke schon. Oder kommt noch irgendwie ein Panzer? Nee, nee, nee. Er kommt kein. Wir fahren einfach ein Stückchen vor. Oh. Komm, mache hin. Geht besser eine an. Oder nee, ihr könnt hier rein. Ihr könnt hier rein. Okay, und jetzt haben wir hier noch andere Probleme. Da in diesem Gebäude zum Beispiel. Okay. Wir haben's. Normandy will never forget the house next to Pegasus Bridge. The first building to be liberated. Victory is yours. The victory is yours. Und wem das Video gefallen hat, obwohl es stinklangweilig war und ziemlich lang, aber ich meine, ich wollte das Spiel mal euch zeigen, der schreibt mir einfach, der Sieg ist dem Herrn Lück vergönnt. Also nicht vergessen, der Sieg ist dem Herrn Lück vergönnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.